So, YouTube, willkommen zurück bei The Long Drive. Wir haben schon 39 Kilometer gefahren, sind wir schon. Und ja, Counting, oder? Lass uns Spaß und gute Laune verbreiten, haha. So, ich suche gerade eigentlich meine Lampe. Demzufolge muss ich mal ein bisschen hier suchen. Schlaf doch einfach, D, dann siehst du wieder was. Okay, good one. Wichtig. Wir schlafen ein wenig, denn wir sind ein müde Person. Das hat wirklich sehr... Das ist Hardcore-Kunst. Und wir haben Radio wieder. Let's fucking go. So, wartet mal. Wo ist jetzt unser Lichtapparat? Oh mein Gott. Kriege ich diese Tür auf? Wartet. So, jetzt komm rein. Du kannst mal hier irgendwo sitzen. Der macht Yoga. Alles gut bei ihm. So, du kommst wieder rein. Du kommst wieder rein. Du kommst wieder rein. Hä, wo ist denn unser Licht? Haben wir das verloren? Wir sind... Ah, hier! Let's fucking go. Aber wir brauchen, glaube ich... Aha. How are you, Ewa? Flup, 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 flup. Das Ding ist, wir müssen mal gucken. So, wie sieht denn das aus jetzt hier? Haben wir fast keinen Sprit mehr. Warte mal, chill mal. Geh dahin. So. Whopper. Amazing. Öl ist voll. Wasser ist für die Kühlung. Das habe ich schon gelernt, Guys. Du kommst dahin. Und zwar... So, wo kann ich denn nachfüllen? Wahrscheinlich draußen, oder? Ah, guck mal, das geht raus. Oh, Pfeifett. Guys, was ist passiert? Nein! Was passiert hier? Ich sehe das Licht! Lol. Na gut, also weiter geht's im Let's Play. Wir sind eine Katze, demzufolge haben wir auch mehrere Leben. Und zwar, was heißt das jetzt für uns? Eigentlich gar nichts. Okay. Tipp, du hattest bereits den Tankstutzen... Ach so, okay. Jo! Meine Fresse, du. Du kommst auch jetzt mit. Wir sammeln jetzt Hasen. Als Zuchtobjekt und als elegante Wurfobjekte sind die wohlgenährt tätig bei uns. Vielleicht sind wir auch eine kleine Sekte und fabrizieren irgendwie Hasenkunde. Der Mund sieht aber auch gut aus, da irgendwas reinzustecken, to be honest. Müssen wir mal gucken, ob die Zähne als Massage dienen. Jetzt wollten wir tanken. Also ich würde schon sagen Diesel, oder? Also ich sag Diesel. Ja, Diesel. Oh, schau mal an. Ich wachse über mich hinaus. Weißt du das? Öl? Wir haben nun... Scheiße, sag mir nicht, wir haben nur Öl mitgenommen. Wir holen mal ganz kurz Diesel, wa? Na klar. Wir hoffen einfach mal. Hier gibt's nichts, oder? Kann man beim LKW... Was? Beim Bus auch den Motor ausbauen? Ja, nein, vielleicht doch oder nicht? Weil, guck mal hier, das fährt mit Öl. Hoffe ich mal, oder nicht? Komm mit. Fährt mit Öl... Das muss ich dir noch aus dem Kopf schlagen. XD. Ja, ja. Aber das hat ja auch nur Öl, checkst du? Und da fährt ja das Auto. Haha. Das Auto, das weiß ich, dass das mit Gas und Öl fährt. Demzufolge heißt es, dass wir mit dem Auto fahren müssen. Das ist der Motor. Der Sprit Tank ist im Fahrzeug und das wird verbraucht. Ach ja. Ich bin Gamer aus Liebe und Leidenschaft. Checkt ihr das? Let's go. Ist ja auch ein bisschen sneakiger, kann das sein? Also hier würde man doch eher mitfahren wollen. Mit die geile Karre. Anstatt den Motor in den Bus zu bauen, ne? Da baut er alles zurück, XD. Aber das braucht ja trotzdem immer noch Diesel statt Gas, oder? Hast du doch gesagt. Aber wir haben ja kein Diesel, checkst du? Warum bin ich eine fucking Flunder, Alter? Warte mal. Da schauen die Ladies nicht auf mich, Mann. Hä, XD? Die Motoren brauchen den Sprit. Anderer Motor, andere Spritsorte. Okay, mir geht's so geil. Komm jetzt, Alter. Mann, mach nicht den Wopper hier. Ja, da ist es doch. Da kommt er doch rausgeflutscht. Wie in der fucking Geburt, Alter. So, Minion, lass mich dich ausbauen. Das ist er doch, oder? Aber wie kriege ich den hier raus? Das ist jetzt nochmal die andere Frage. Wir können ja ein bisschen hier rumdrehen, to be honest. Ja, naja, klar, oder? Was machst du beruflich? Influencer. Sage ich einfach, oder? Schau dich im Motorraum um, wo du was bewegen kannst. Ja, okay, okay. Mache ich jetzt einfach. Ich, Lenkradbewegungstechniker. Ah, holy shit. Okay, amazing. Oh mein Gott, Licht! Oh, geil. Oh Mann, die Klappe wird die ganze Zeit angezeigt zum Öffnen und du merkst es nicht. Schere. Wahrscheinlich draußen oder so? Dass das aber immer so versteckt ist.
Oh, hell na. Oh, warte. Pfeifett. Boah, guck mal hier, Physik, dies, das. Komm her. Nee, das geht irgendwie nicht, oder? Na gut. Darf ich deine Dienste in Anspruch nehmen, Herr? Guten Tag. Na, willkommen. Dann schrei mal ein bisschen. Das schreien tue ich jetzt nicht. Alles klar. Auf der linken Seite des Busses. Ja. Dort, wo jetzt der Motor rauscht, ist ja eine Klappe. Okay. Das ist wie eine Autotür. Oh, na gut, also ich hab's gefunden. Gut, während du die ganze Zeit im Motorraum warst, war das Symbol die ganze Zeit da. Okay, dann. Du hast jetzt auf der anderen Seite leider ein Rad abgemacht, dadurch steht der Bus natürlich in Schräglage. Es kann sein, dass der Motor zu groß ist. Ja, ich glaube, das schleift auf dem Boden. Warte, ich mach nochmal die Räder ran. Ich wollte gerade sagen, einmal die Räder dran machen. Und wird erledigt. Dann vor dem Testen nochmal Sprit reinmachen. So, aber jetzt, der möchte doch jetzt Sprit, oder? Also genau. Gas. Der braucht jetzt Gas. Öl wird für die Schmierung benötigt. Wenn du keine Schmierung hast, sitzt sich der Motor fest und dann geht er auch nicht. Ja, das ist ja nicht so optimal. Ich krieg gerade einen Anruf. Ich bin mal ganz kurz nicht da. Alright. So, Geist, das müsste doch jetzt eigentlich funktionieren, oder? Warte mal. Tu mir das hier einfach mal fest klemmen. Flop. Let's fucking go. Warte. Ich glaube, das ist halt wirklich zu fett. Zu hoher Ölanteil beim Gas. Ich sehe es. Okay. Und wir haben wahrscheinlich keinen Schlauch mehr. Wir müssen doch das Auto nehmen. Ach, hell, na. Fahren wir eher mit unserer pinken Karre mal etwas weiter. Komm mit. So. Einmal das. Geil. Unsere elegante Knarre. Let's fucking go. Das war's? Hatten wir nicht viel... hier. Aber trotzdem hatten wir doch eigentlich viel mehr gehabt. Oh, hier sind lauter kleine... Boah, Stauraum. Viel Teig. Oh mein Gott. Man muss auch mal ein bisschen gucken. Hier läuft alles drunter und drüber. Na gut. Müssen wir das liebe kleines bisschen da lassen. Wait, was ist da alles? Wasser? Boah, aber es schniegt diese Karre da. Dann Munition noch mehr. Was ist das? Gas und Öl. Sehr gut. Geil, Chat. Willkommen beim Let's Play. Ich bin ein Profi hier am Werke. Und demzufolge suchen wir ganz gediegen schnell... Aber sicher, einen neuen Bus. Weil, ey, Chat, wir müssen noch ein bisschen unsere pinke Karre einfahren. Und ey, der nächste Bus wird natürlich viel besser aussehen, sage ich. Da hinten ist auch nichts. Alles klar. Okay, da ist eine Aussichtsplattform. Dann gehen wir da einfach mal looten. Let's go, wir gehen da hin, oder? Amazing. Sieht aber ziemlich leer aus. Naja, wir gehen einfach mal gucken. Flop. Reinhardt. Also Zuckerball, du kannst... Oh. Gerne sagen, wenn du wieder Redebedarf hast. Wir schlafen einfach mal. Gute Nacht, Mann. So, wir gehen wieder auf die Straße. Let's go. So, oh, da hinten. Seht ihr das? Da müsste ein Haus sein. Let's fucking go. Was ist da? Wieder anwesend. All right. Der Sound verrät mir schon was dir nicht gefällt. Ey, das wird schon nicht sein, wa? Man kann's wegdenken. Naja, klar. Alter, das fühlt sich so an, als ob meine Karre gleich explodiert. No joke. Oder, nee, das muss was sein. Da ist eine Antenne drauf. Och, sei bitte. Bitte loot. Vielleicht ist auch mein Kink irgendwie, dass ich mich selber quäle. Das kann ja auch alles möglich sein. Oh mein Gott, das ist eine Militärbase, oder? Ich hoffe, dass es sowas gibt hier. Gestein gepackt. Oh doch, oh mein Gott. Das ist geil. Holy shit. Das ist fucking Wurft XD. Das ist doch grandios. Guck mal. Nach jedem Tief gibt es dann wieder ein Hoch. Checkt ihr? Geil. Oh mein Gott. Das ist, glaube ich, am Wurfsten. Das Ding ist, ich glaube, es gibt hier auch eine Chance, dass man nichts hier looten kann. Haha. Aber ey, das wird doch nicht passieren, wa? Oh mein Gott. Wir können ja ein bisschen rumschrubben. Was bist du? Du bist eine Tür. Okay. Wir gehen erstmal hoch. Wir machen das irgendwie ein bisschen strategisch. Diese Tür führt ins Nichts, oder? Ja. Wir gehen weiter hoch. So, was sehen wir denn hier? Nichts. All right. Hier ist nichts und hier ist nichts. Wir gehen runter. Oh. Gas.
Boggers. Die Mische wäre besser gewesen, glaube ich. Aber man könnte selber mischen, to be honest. Also ich glaube, das ist sehr optimal. Flanken wir hier hin. Sehr geil. Gehen wir hoch. Reines Gas ist echt gut. Alright. Dann bin ich zufrieden, oder? Bett. Das Bett. Arschfick. What the hell? Hä? Der war ja hardcore am krepieren. Nochmal Gas. Holy shit. Muss ich mal umfüllen. Wollen wir das Bett mitnehmen? Wollen wir den Menschen mitnehmen? Was ist das? Reinigungsmittel. Let's go. Können wir ein bisschen schniefen? Nee, ich muss schon sagen, der Loot ist wirklich beschissen. Oh, guck mal, da geht's hoch. Vielleicht gibt's ja auf dem Dach was. Sorry, guys. Wasser. Das ist gut. Toilette. Hervorragend. Couch. Ziegelstein. Also ich muss schon sagen, trash as fuck. Woppa. Was bist du? Mein Schlauch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ein Sarg, okay. Hallo, leben sie da noch? Nee. Und ein Bett. Warte. Oh, sorry. Und einmal hoch. Und hops. Los, vielleicht nicht sterben. Okay, ich weiß nicht, ob ich falsch bekommen hätten kommen, aber ich hab's vielleicht getribbelt. Was bist du? Luck, okay. Oh, und eine Bürste. Ist wirklich trash, kann das sein? Einmal das. Einmal das. Nein, nein, fick dich! Was war da noch oben? War das Wirft? Ging das nicht so? Warte mal, ging das nicht so irgendwie? Warte. Wir machen das noch. Ich will nicht den ganzen Weg wieder laufen. So, guck mal, wie ich hier bastel. Snap Point, Close Point. Verstehe ich nicht. So, Porgas. Bau hier mal einen kurzen Türmchen. So. 3 Tage später. Nein, nein, nein. Warte. Ja, guck mal. Yo, Pro-Player am Werk. XD. Mann, danke, danke, wirklich. Willst du das zurücknehmen? Ich verarsche euch doch nur. Ich bin eigentlich ein Pro-Player. Wisst ihr das eigentlich? Das ist doch einfach nur zum Spaß. Haha. Ich schlaf mal im Sand, im dreckigen Sand. Und weiter geht's zum Let's Play, oder? Warum nehme ich jetzt Eisen mit? Dann einmal so. Guck mal hier, das habe ich schon trainiert, Chat. Piss dich. Ah, lieber zumachen, nicht, dass ich das umstülpe. Oh. Geil. Machen die Scheiße zu. Whoppa. Einmal da. Einmal hier. Einmal flop. Einmal zu. Einmal hier. Einmal off. Einmal flop. Einmal da. Oh, wir haben ja hier sogar eine Zahnbürste. Okay. Rubbel, 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 rubbel. Versucht einen Kühler mit einem Tank zu ersetzen. Naja, man kann es ja mal versuchen, oder? Demontiere den Reifen komplett. Sprühe nur das Gummi ein. So. Rubbel, rubbel, rubbel. Du musst mit der Rebenflasche mehrfach auf den Gummi von dem Reifen sprühen. Der sich ja verbessert. Oh mein Gott, du bist ein Macher. Den Eisenklotz nehmen wir auch einfach mal mit. Warum auch nicht? Geile Karre. Einmal flop, einmal zu, einmal auf, einmal rein, zu, brumm, brumm. Der Loot war ein bisschen was? Ach so, das war leer. Loot war ein bisschen Arsch, aber was soll man machen, wa? Manchmal ist das Leben Arsch, aber man darf halt nicht aufgeben. Weiter geht's mit dem Frankenstein. Na klar, so muss das. Hier muss, ach da hinten, guck mal hier, guck mal. Boah, was ist das da? Ein undefinierbares Objekt, okay. Das ist ein Haus. Ne, wir gucken mal. Ja, hätte man so denken können, aber das outet sich doch eher als Stein. Steine sind auch immer ideal. Wird das Game eigentlich noch geupdatet? Hat man da irgendwie Backstories oder wäre ja eigentlich grandios? Oh! Ich habe gerade gedacht, die Masten wären links, aber alles ist top. Solange man wild ist. Da hinten ist ein Sturm und kein Haus weit und breit.
Oh, sie paaren sich gerade. Alright. Da müssen wir lang wahrscheinlich. Na gut. Vollgas. Ey, passen Sie doch auf, Mann. Er hat nicht nach rechts und links geschaut. Fatal. Was ist das da hinten? Nee, das sind Kakteen. Oder auch Kaktusse. Kann ja auch sein. Turbo, Turbo. Und laufen lassen, hä? Einmal war ich schon bei 5K gezählte Kamezo, aber da war ich sinnlos auch umhergefahren. Ey, ist aber was. Ich habe das Bedürfnis, irgendwie eine Base hier zu bauen. Mit den ganzen Europaletten oder so. Oder ich tue das abgeben und bekomme Geld. Aber ich glaube, der Sinn der Sache ist nicht, eine Base aufzubauen, sondern wahrscheinlich zu fahren. Weil der Weg ist das Ziel. Amen. Na gut, wir schlafen mal ganz gediegen in unsere Karre. Warte mal. Wir können... Guck mal hier. What the hell? Stopp! Ihr Mistschweine! Haut ab! What the hell? Hilfe! Fick dich! Hä? Wie rabaukisch! Alles top bei euch? Oh, wir haben eine Lady ver... Warte mal. Wir haben irgendjemand verloren, oder? Waren wir... Ah, nee, doch, das ist da. Nee, ist alles top noch. Guck mal hier, ich wollte auf Vollgas gehen. Und dann schlafen, damit wir ein bisschen Zeit sparen. Boah, guck mal hier. Gamer am Werk. Bisschen, auch ein bisschen, aber ein bisschen gefährlich, wenn Stein vor uns liegt. Zumindest haben wir hier noch eine Heuschrecke, die uns begleitet. Oh, da ist was. Da ist eine Aussichtsplattform, all white. Und was fährst du so? Bist du auch der Bus-Heini oder bist du eher der getunte Autofreak? So, wollen wir da hin? Aber die sind nicht Was ist das? Einfach... was ist das? Ja, ein Auto! What the hell? Scheiße geil. Na, das ist eine Tankstelle. Ich fahre privat eher was Kleines. Alright. Also das Ingame oder Outgame? Also, aber take ich beides. Gerne. Yo, Alkohol. Ich trinke das jetzt einfach. Ich will mich beswitchen. Ja. Na gut, anders mal. SSSSS. Hervorragend. Yo, 100% Gas. Das ist ja legendär. Nimm mit. Holy shit. Ihr wisst, was das bedeutet. Hast du ein Radio? Oh, sorry. Hast du ein Es hat ein Radio. Blase voll. Und jetzt auch dein Darm XD. Ja, klar. Kack. Vielleicht deswegen nicht trinken. Kack. So wie pissig mit P. Warte, mal unser Revier markieren. Hervorragend. Das neue, elegante Karosserie. Darf ich jetzt Alkohol trinken? Gib mal. Ich müsste es öffnen. Boah, komm. Das bringt ja gar nichts, hä? Okay. Na gut. Muss jetzt nur wieder mal pissen. Heal. Das ist ja ein bisschen makaber. Also wenn man Alkohol trinkt, kommt Heal. Aber ich glaube, das ist so... Der Spaßfaktor an The Long Drive. Das ist umgedrehte Psychologie, kann das sein? Gehen wir mal hier hin. Hast du auch irgendwie Stauraum oder nur das hier? Geh mal wieder ran da, oder? Sag mal, für mich bitte. Na klar. So, du gehst da hoch. Stauraum? Ah ja, empty. Fühl. Oh Gott, oh Gott. Angebackene Räder. Alright. Tipp, fahre erstmal mit ihm, bevor du dich entscheidest. Okay. So, hier kommt mal Wasser rein. Ja, dann tue ich erstmal ein bisschen alles sofort tanken und dann tun wir mal probieren, oder? Alkohol, Wasser. Wasser oder Alkohol? Wasser. Ach so, habe ich ja schon aufgeladen. Checke. Hoffentlich kommt da Wasser rein. Wasser zum Kühlen. Ja, hätte ich auch gecheckt, aber Alkohol nicht so gut, oder? Mach mal so. Tja, was kriegt der? So, haben wir mal. Ich glaube, der braucht Diesel. Oder? Was ist denn da los? Machen die irgendwie einen Dreier oder was? Guck mal, die rammen ja richtig rum. Mein armes Auto bewegt sich richtig. Benzin, soweit ich weiß. Zudem kannst du den Tank bei dem ausbauen. Gas. Warte, wir füllen noch ein bisschen um. Was ist das? Der Hund, der sich als Giraffe outet. Du kommst hier hin. Rein da. So. Gibt's denn hier einen Korb zufälligerweise? Heise. Wo kommen wir denn da hoch jetzt? Hoppa. Ihr wisst, was das bedeutet. Geh erstmal runter, du Arschloch. So, noch ein bisschen rumgeschwubbele.
So, Zigaretten auch gut. Also nur in-game. Jeder so wie es mag. Wird doch eher in-game. Mhm. Wie kriege ich dich denn jetzt eigentlich gekonnt? Ich kann den nicht tragen, oder? Warte mal. Wenn ich alles abbaue und alles wieder da oben zubaue, dann muss es ja eigentlich gehen. Guck mal, jetzt ist es schon ein bisschen leichter. Gehe ich mal davon aus. Was ist passiert? Habt ihr das gehört? What the hell? Ich habe Ohrenschmerzen bekommen. Ich kann es nicht mitnehmen, kann das sein? Dann muss ich das eben irgendwie hoch drücken. Yippie! Falsche Richtung, Bro. Der beste Weg, Sachen zu transportieren, einfach schieben. Oh! Oh, nice. Schöne Rolle. Oh! Jetzt aber, komm. Ey, was mache ich hier eigentlich? Geht's mir überhaupt gut? Habe ich Fieber? Das fühlt sich alles so an wie ein Fiebertraum. Checkt ihr das? Bin ich überhaupt gerade live? Bin ich gerade seelisch anwesend? Oder was ist denn meine Mission gerade eigentlich? Willkommen zur Werbung. Ich habe wieder angefangen, TikTok zu machen. Ihr könnt gerne mein TikTok abchecken, Ausrufezeichen Social Media. Und da lade ich einen ganz hervorragenden Content hoch zu The Long Drive. Gut gecuttet, gute Stellen rausgesucht und die verlinken sich ganz hervorragend dann auf meinem YouTube-Kanal. Ich werde gleich von einem Hasen penetriert. Wartet, 5, 4, 3 und 2 und 1 und ich werde gefistet. Mann, also zumindest hat er den Arsch gezeigt, das ist ja auch was. Das ist ja auch verbale Angegreiferei. Ich hätte wahrscheinlich, hätte ich ihn in Deutschland anzeigen können, demzufolge. Ich werde dich jetzt eliminieren, oder? Favu! Nein! Oh, saved. Ich hab gedacht, ich hab nicht gespeichert. Wie sieht man denn jetzt, was er braucht? Wasser ist drin. Gekochtes Wasser ist vielleicht noch nicht drin. Gas, Gas, Gas. Gasi, Gasi, Gas. Einfach alles. Wir haben einen Schlauch. Wenn nicht, dann nehme ich meinen. Also, checkt hier erst trinken, dann da wieder reinpissen. Ist ja ganz normal. Oh, ey, what the fuck? Was ist denn mit mir los? Ich habe an Gas gedacht und ich habe gerade Benzin im Geruch, also Benzingeruch in meiner Nase. Ist das normal? Oder habe ich jetzt wirklich einen Schlaganfall? Holy shit. Ich hatte jetzt wirklich für ein, zwei Sekunden Benzingeruch in meiner Nase. Was ist denn mit mir? Alter, ich liebe das Game, no joke. Vielleicht bedeutet das falsch Zeug drin? Ich schlaf erstmal. Und in der nächsten Folge, Chat, und in der nächsten Folge, Guys, seht ihr, ob wir mit dieser Karre fahren können oder nicht? Lasst gerne mal ein Like da. Und wenn ihr wissen wollt, ob wir mit dieser Karre fahren können oder nicht, das seht ihr dann einfach in der nächsten Folge. Dann lasst doch gerne mal ein Abo da, ein Dislike und schreibt mal einen Kommentar. Wie geil das alles hier so ist. Ob ihr auch manchmal diese Gerüche in der Nase habt. Und Zockerboy hat das letzte Wort. Da war das Wort. Okay.